Jetzt bin ich gerade bresig. So, komm her, komm her, komm her, komm her. So müsste es dann sein. Der müsste jetzt noch da oben hin. Stopp. Oder? Den müsste ich jetzt noch da oben hinkriegen. Ja. Dann wird's passen. Weiß man noch nicht, wie ich den jetzt am besten da oben hinkriege. Ich glaube. So. So. Was haben wir hier? Seltsames Metallwerkzeug. Nehme ich. Nehme ich. Nimm alles an Werkzeugen. Komm, geh da rein. Ah, okay. Da gehört eventuell was rein. Zahnrad, ja. Was haben wir denn hier? Ach, das kann ich ausklappen. Ein Metallwerkzeug mit Arm. Ein Engel, ich bin ein Engel. Okay. Ich frage mich noch, was das damit auf sich hat. Das ist mit einem Kreuz und einem Kreis drin. Das ist. Okay. Kann ich das denn jetzt auch? Okay. Guck mal, da habe ich auch noch was. Seltsam geformtes Objekt. Achso. Das ist jetzt noch seltsamer geformt. Messingkreuz, okay. Dann gehe ich ja jetzt fast davon aus, dass ich eventuell hier noch was machen kann. Nein, mit dem nicht. Mit dem auch nicht. Und mit dem auch nicht. Nee. Aber eventuell hier schon mal. Das hat viele Ecken. Das kann ich da nicht ansetzen, ne? Das hat ein Kreuz. Ne, das kann ich da dann auch noch nicht ansetzen. Aber hinten hatten wir noch was, ne? Hier haben wir ja auch noch. Hier ist auch ein Kreuz. Das wäre aber falsch rum, weil hier unten ist ja ein Kreuz. Aber ein Zahnrad könnte ich da dran setzen. So. Nee, da will ich nicht. Oh. Die Maus ist zu sensibel. Kann ich das aufmachen? Aber hier nämlich auch was. Das ist so ein richtiges Versteckspiel hier. Was ist das jetzt? Davon rein. Das ist doch ein Anzünder, oder nicht?
Ah, hier ist. Hä? Wer hat jetzt gesagt, das könnte man. Das ist ein Anzünder, da fehlt mir aber noch ein Feuerstein oder so. Oh, noch nicht, ne? Ich muss hier aber doch jetzt nach und nach weiterkommen. Haben wir vielleicht irgendwas, was wir hier jetzt einsetzen können? Bei denen hier oben. Nee, auch nicht. Hätte ja sein können. Was sagt er denn? Den setzenden Ritt? Ja, den habe ich mir doch schon mal näher angeguckt, ja. Könnten wir höchstens vorstellen, hier. Ah. Das ist eine Aufziehpuppe. Das ist eine Aufziehpuppe hier. Cool. Was haben wir denn hier? Achso, nur den gegen. Da ist der Feuerstein, okay. Da fehlt ein Teil, ja. Da kannst du von ausgehen, dass da ein Teil fehlt. Und bei denen habe ich noch nicht. Hier. Ist da. Okay. Der sieht cool aus. Hallo Behemoth. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Jetzt machen wir erstmal Feuer hier. Ja. Was? Ach, das gehört da rein. Federgetriebener Zünder. Guck mal, da sind wir doch schon wieder survival-mäßig unterwegs. Brennt. Oh. Aha. Dieser Raum enthält mehr Geheimnisse, als mir bewusst war. Ja. Mir auch. Jetzt haben wir hier einiges noch, ey. Gucke mal. Nächste Errungenschaft. Streichklavier. Cool. Und ganz viele Freunde von mir. Guck mal. Sein oder nicht sein. Das ist nicht mehr eure Frage. So. Bei denen waren wir jetzt schon. Haben wir hier jetzt auch noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Was haben wir hier? Ein weiterer Aufzugsmechanismus. Ja, der ist sehr interessant. Ach, du grüne Neune. Steuerung scheint zu fehlen, ja. Ich merke es auch gerade. Okay. Wir gucken uns jetzt erstmal wieder um. Am Kamin um ist eine Schublade aufgegangen. Oh, gucke ich sofort. Schaut interessant aus, das Spiel. Ja, interessant ist es auch. Also. Ah.
Ja, das Holzrad. Gleiche Idee. Danke, Jeska. Komm? Nicht? Ja, du musst erst gedreht werden. So, jetzt aber. Lebt. Und jetzt? Kann ich dir auf den Kopf spucken? Auf den Kopf aschen. Hilfst du mir jetzt, wenn jemand von hinten kommt? Okay. Ich fühle mich gleich sicherer. Nicht wirklich. Aber doch. Lesen wir doch erstmal hier. Seltsame Dinge passieren um mich herum. Sowohl die Wachen als auch meine Diener sind geflohen. Und ich habe beschlossen, selber zu fliehen. Als ich ihnen die ganze Werte zu, als ihnen die ganzen Werke so zu überlassen. Auch du musst wachsam sein. Eine seltsame Wendung des Schicksals hat begonnen, in der wir beide unsere Rolle will nur spielen. Ich bedauere zutiefst, dich hier hineingezogen zu haben. Ich habe gehofft, dass meine Sicherheitsmaßnahmen ausreichen würden. Aber ich habe mich geirrt. Jetzt gibt es kein Zurück. Sie werden dir nicht mehr erlauben zu entkommen. Es flackert aber noch eine helle Flamme, eine kleine Flamme der Hoffnung. Ich hoffe, du hast gefunden, was ich dir in der Nähe der Büste in der Bibliothek hinterlassen habe. Andernfalls werden unsere Bemühungen um Erfolg vergebens sein. Okay. Was ist das? Da fehlt was. Das sieht aus wie so ein Spiel, aber ich kann da nichts machen. Da fehlt auf jeden Fall was. Hier. Nämlich ein rotes Stück. Okay. Okay. Da fehlt wahrscheinlich einer. Sieht ein bisschen aus wie Farbe. Ein seltsamer Tank mit einer Pumpe. Ja. Ich liebe Tanks mit Pumpen. Okay, dann werden wir da wohl... Achso, hier unten kann ich nicht dran, ne? Schade. Werden wir da wohl auch noch gucken müssen. Das ist richtig geil, was der da gemacht hat, ey. So. Ja, das ist die Steuerung. Und wie bediene ich die jetzt? Kann ich da irgendwas reinstecken? Ich habe ja nur noch das eine Teil gerade. Nein. Da kann ich noch nicht dran. Ah, jetzt kann ich hier dran. Cool. Okay. Das kann man drehen. Das kann man auch machen. Okay. Okay. Das geht
geht nicht weiter. Okay. Das sind die Sachen, die hoch müssen. Oh, das wird, glaube ich, noch gerade sehr rätselhaft interessant. Okay. Da kann ich auch nicht hin. Da war ich schon, um das Ding zu holen. Und das ist der Mechanismus. Ach, ich weiß was. Ich war doch eben hier und hab mal. Da muss irgendwas dran. Da muss da eine Flamme dran? Nee. Okay. Okay. Das sind so Sachen, die habe ich noch nicht im Inventar, glaube ich. Kann ich da wieder rausnehmen. Das ist immerhin schon mal gut. Endlich mal ein Gegenstand, den ich auch wieder zurücknehmen kann. Okay. Das ist das. Kann ich aber noch nichts machen. Ja, gut, klar. Warte. Nee, da kann ich nicht dran. Da ist wohl nichts drin. Schade. Ah. Ja, was willst du? Sollte mir den Thron hinter dem stehen. Echt? War auf dem Thron jetzt noch was drauf? Ich guck nochmal. Achso, jetzt kann ich mir den noch besser angucken. Ah, okay. Hebel mit dreieckigem Schaft. Okay. Ach, Leonardo, du warst schon ein Genie. Aber ich bin erstmal durstig. So. Ja, den weiß ich auch einzusetzen. Ja. Ja, kann ich den dann nicht schon mal... Ja, ich wollte gerade sagen, den kann ich doch schon mal anwerfen. Kleinen Hebelzug hier. So, was haben wir denn hier? Sieht aus wie so eine Herdplatte. Sieht einfach aus wie so eine Herdplatte. Sieht überhaupt aus wie so ein großer Herd. Kann ich dich da nicht irgendwo... Dich kann ich da auch nicht einsetzen, ne? Dich auch nicht zum Herd anmachen oder so. Was sagt er?
Echt? Diese Rille hier? Sollen die Steuerung manipulieren? Mal gucken, ob sich da was verändert hat. Ich muss gucken, ob ich da irgendwo drunter packen kann oder so. Ich muss ja irgendwas mitmachen können. Ja, das hat sich definitiv genommen, ja. Zwischendurch muss ich trotzdem auf diese Hinweise. Das wäre eventuell eine gute Idee. Ach du Wunderweiner. Okay. Das ist eins. Das war wirklich mal ein guter Hinweis von dem Spiel. Sagen wir so, da waren bestimmt mehrere gute Hinweise, nur man muss es auch umsetzen. Oh, was haben wir noch? Inne. Und? Wer will nicht? Ah ne, das wäre oben wieder einer raus. Das wäre einer rein. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Da ist was rausgekommen. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich da einsetzen kann. Ein Messingzylinder. Noch irgendwas? Ja. Was war das denn jetzt? Ah, dann kann ich das nehmen, okay. Ach so, geht er wieder weg. Kann das sein? Oh, die Maus ist so sensibel. Einer achteckigen Welle. Ja, nehmen wir den noch dafür, ne? Ah, das ist, was der sich da aufgebaut hat. Ne, da bin ich. Ja, da bin ich. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das genauso ist, wie ich es mir als erstes denke.
Oder nicht? Ja. Da kommt der nächste raus. Bräuchte ich da nicht nochmal? Was für? Achso, okay. Okay. Wie sieht das denn aus? Das könnte... Nee. Oder? Nee. Hätte er sein können. Hier hinten ist auch noch was. Drei? Alles drei? Nein. Warte. Das wäre dann 5.